Grüß euch Leute, Geek da von Joystick Junkie hier. Wir schauen uns heute die Collector's Edition von Batman Arkham City, der lang ersehnten Batman-Fortsetzung, ein wenig genauer an. Wenn man die Plastikverpackung auf der Seite hochhebt, klappen die beiden Flügel der Box seitlich auf und ihr bekommt einen guten ersten Blick auf die hochwertige Batman-Statue. In der unteren Schublade befindet sich die Blu-ray des animierten Batman-Kurzfilms Batman Gotham Knight, welcher von den Produzenten von Batman Begins und The Dark Knight erstellt wurde. Der Xbox 360-Version liegt übrigens eine DVD und keine Blu-ray bei. Weiter hinten findet ihr nicht nur das Artbook des Spiels, sondern auch sämtliche Coupons mit den herunterladbaren Inhalten. Dazu gehört der Original-Soundtrack, die Iceberg Launch Challenge Map, das Dark Knight Kostüm von Batman, ein Code zu der Online-Beta von Gotham City Impostors und der herunterladbare Catwoman-Inhalt. Selbstverständlich darf auch eine Bedienungsanleitung nicht fehlen, selbst wenn diese bei Batman Arkham City etwas gering ausgefallen ist. Zu guter Letzt werfen wir einen kleinen Blick auf die zahlreichen Seiten des imposanten Artbooks, welche auf der letzten Seite das gut versteckte Spiel beinhaltet. Den Bericht zu dem Spiel lest ihr in den kommenden Tagen auf joystickjunkie.at.